Kantabrien lässt sich mit Worten nur sehr schwer beschreiben. Landschaften und Orte, die einem die Sprache verschlagen, lassen sich kaum in wenigen Sätzen zusammenfassen. Nennen können wir jedoch einige Routen, Orte, Wege und Enklaven, damit der Besucher diese selbst erkundet und eine ganz persönliche Reise unternimmt, die ihm einzigartige Erfahrungen und Erlebnisse schenkt. Die Stadt Santander ist rund um eine fantastische Bucht entstanden. Dieser geschichtsträchtige natürliche Hafen, der sich im Laufe der Zeit zu einem begehrten Ziel für Sommerurlauber und Kulturfans entwickelt hat, ist voller Leben und seit jeher eng mit dem Meer verbunden. Ganz in der Nähe von Santander, am Südufer der Bucht, befindet sich der Cabarceno Naturpark. Dort leben auf 750 Hektar über 1000 Tiere und mehr als 100 verschiedene Spezies aus allen 5 Kontinenten in großen Freigehegen. Kantabrien ist voller Kontraste. In nur wenigen Minuten kann man von versteckten Bergtälern an den Strand und in Küstenorte wie Castro Urdiales fahren. Die Flüsse Kantabriens, wie hier der Ason, sind kurz und sehr wasserreich. Sogar so kurz, dass das Wasser in einigen Stunden den gesamten Flusslauf bis zum Meer zurücklegt. Daher muss man sich in dieser Region keineswegs zwischen Strand und Bergen entscheiden. Beide sind Teil ein und derselben Landschaft. Das Wasser ist eines der unverwechselbaren Merkmale Kantabriens. Sei es das Wasser der erfrischenden Quellen, die ruhigen Gewässer der Meeresbuchten, das Wasser, in dem sich die lange Geschichte der zahlreichen Häfen spiegelt, oder die Wellen, die an die Strände branden und seit Jahrhunderten von Seemännern durchkreuzt werden. In Richtung Westen, jenseits der Meeresbucht von Swanthes, ist die Küste etwas weniger schroff. An einer der dortigen Buchten liegt Comillas. Dieser frühere Fischerort wurde im 19. Jahrhundert zum Sommersitz der spanischen Könige und Sitz einer Universität.
Wenige Kilometer weiter lockt der Ort Santillana del Mar, dessen bis heute intakte Gassen die Reisenden auf den Spuren der Zeit wandeln lassen. Dort befindet sich auch das Museum Altamira. Die Ausstellung bringt den Besuchern die altsteinzeitlichen Felsenmalereien der Region Kantabrien näher, in der 10 Höhlen bereits zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Noch weiter im Westen liegt San Vicente de la Barquera, der westlichste Fischerort Kantabriens, in unmittelbarer Nähe der Flusstäler von Saya und Sansa. In den Tälern des Landkreises Campo entspringt der Ebro. Diese Gegend, deren Landschaften mit einem reichhaltigen Sporttourismusangebot und Aktivitäten in der Natur aufwarten, blickt auf eine lange Tradition in der Viehzucht zurück. Unsere Reise endet in Liébana und am Bergmassiv Picos de Europa, dem höchsten Punkt Kantabriens, der über den Wolken weit oben im Himmel anliegt.